und das wieder ruhig und willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Panini Super Mario Sticker Serie. Das Album, ja, wird fast in den nächsten Tagen vollständig sein. Hört sich richtig blöd an, ich weiß, das ist auch richtig blöd formuliert. Ich wollte es eher sagen, dass das Heft immer vollständiger wird und ich glaube, dass ja, wir jetzt immer mehr doppelte Sticker bekommen. Der fehlt auf jeden Fall, den habe ich noch nie gesehen, diesen Sticker. 118, dann haben wir hier direkt einfach drei M-Nummern. M30, M26, M23. Ja, moin. Und die 10. Die letzte Folge ist unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr selber die Super Mario Sticker sammeln wollt. Man bekommt sie ganz easy peasy voll, weil es gibt halt nur 150 Sticker ungefähr. 38, 133, 65 und 24. Letztes Pack, Last Pack Magic. Was kriegen wir nochmal? Der verkleidete Cooper als Mario. 129, wieder, nee, nicht M-Nummer, 46 einfach nur. 34 und die 74. Wunderbar. Das ging ja dann hier easy peasy zu sortieren. Und dann gucken wir mal, welche Sticker wir davon einkleben können. Wir starten vorne mit der 10 und die 10 können wir einkleben. Ist das Puzzleteil hier vorne mit den Charakteren. Ich drehe mal das Album einmal, um es halt besser einkleben zu können. Das ist, auch wenn ihr das jetzt nicht so... Aber es ist perfekt. Man kann gar nicht denken, Leute, wenn man das so aufblättert, denkt man, es ist einfach ein großer XXL-Sticker. Da klatsche ich mir schon wieder selber auf die Schulter. Zack, was haben wir hier? Kanonenbox. Kanonenbox Mario. Easy peasy. Und jetzt kriege ich ganz kurz hier eine Mail. Aha, okay. Dann die 34. Oh, könnte sein, dass ich den schon habe. Rechts fehlt. Ich weiß nicht, wer rechts hinkommt. Luigi, boah, keine Ahnung, wir werden es dann sehen, wenn wir den Sticker haben. Oder halt Bowser, könnte ich mir auch vorstellen. Aber es ist ja Schluss mit der Wut. Sehen wir es dann. Zack, auf jeden Fall der erste Doppelte. 46 mit Peach und dem Sternchen ist leider auch doppelt. Dann haben wir die 65. Zeit für Minispiele, Volleyball am Strand. Yoshi, Wario gegen Daisy und Waluigi. Dann auch noch die 74. So, M-Nummern überspringen wir erst kurz. Komme ich am Ende nochmal drauf zu. Wir haben Bowser in seinem... Ja, die mit dem weißen, also so weiße Anzüge, weiße Kleider, sieht schon richtig cool aus, ne? Aus meiner Sicht. Bam. Dann die 113, ist leider doppelt. Aber 118 noch nicht, das heißt, es fehlt auf dieser Seite nur noch ein einziger Sticker. Das könnte so ein Dinosaurier-Sticker sein, könnte ich mir vorstellen. Und oben rechts... Sehen wir in den nächsten Folgen. 129. Doppelt. 133. Rosalina. Let's go. Somit fehlt auch noch hier einer. Und wir müssen in die Mitte. Weil die letzten Sticker sind die M-Nummern. Und da starten wir mit der M23. Mario, der irgendwo raufspringt. Oder runterfällt. So, ist drin. Dann haben wir die M26. Mario mit ein paar Geschenken. Und M30 auch einkleben. Also die M-Nummern haben wir heute sehr gegönnt. Bowser. Pass auf, Mario. Prinzessin Peach ist in Gefahr. Mario vs. Bowser. Bam. Und dann war es das mit einer, aus meiner Sicht, wieder sehr erfolgreichen Let's Collect-Folge. Let's Collect Super Mario Sticker von Panini. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.